Na, mein Alltag hat sich natürlich komplett verändert. Meistens beginnen wir mit Video- oder Telefonkonferenzen und das geht oft den ganzen Tag über. Und abends habe ich auf einmal Zeit, weil ja alle Veranstaltungen abgesagt worden sind. Und zwar Zeit fürs Kochen. Und da koche ich wirklich teilweise aufwendige Gerichte, backe sogar Brötchen und Brot und habe sogar Zeit zum Einkaufen. Der Landtag arbeitet sehr viel, aber eben ganz anders. Denn auch der Landtag muss sich ja an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts halten. Deshalb haben die Ausschüsse beispielsweise fast immer als Videokonferenzen getagt und es gab mehr Sitzungen als sonst. Im Plenarsaal müssen wir natürlich auch Abstand halten. Deshalb sitzen auch Abgeordnete teilweise auf der Besuchertribüne und können von dort aus abstimmen. Und Regierungsmitglieder können ausnahmsweise in dieser Zeit von der Regierungsbank aus abstimmen, was sonst nicht geht. Ich glaube, dass wir im Parlament Auseinandersetzungen und Debatten führen müssen, welche Lehren wir aus dieser Pandemie ziehen, und zwar sowohl die sozialen als auch die ökonomischen Lehren. Das sind spannende Debatten, die sicher auch lange anhalten werden, die das Parlament lange beschäftigen werden.